dritten thematischen Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Wir haben in der letzten Sitzung ja kennengelernt, was alles in so einer Nervenzelle rumliegt. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie wir denn an so einer Nervenzelle Informationen transportieren können. Wir haben letzte Woche ja kennengelernt, wie wir in der Zelle synthetisierte Stoffe, also Neurotransmitter beispielsweise, durch die Zelle hindurch transportieren können. Da haben wir dieses Ding mit den Vesikeln kennengelernt, diese Vesikel, die durch die Zelle transportiert werden. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie wir denn Informationen an so einer Nervenzelle kodieren können und diese Informationen sehr, sehr schnell durch diese Nervenzelle hindurch transportieren können. Dazu gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu letzter Sitzung. Da haben wir die Zellmembran kennengelernt. Zellmembran haben wir letzte Woche kennengelernt. Das ist so eine Doppellipidschicht, also zwei Schichten von Phospholipiden. Außen zeigen immer die Phosphorköpfe hin, nach innen in die Membran zeigen diese Lipidenden dran. Also, und diese Zellmembran, das ist eine sogenannte semipermeable Membran. Die ist also erstmal nicht durchlässig. Ist also nur durchlässig für ganz bestimmte Stoffe. Und damit wir diese Membran durchlässig bekommen, brauchen wir zwei Dinge. Das eine sind unsere Membranproteine. Proteine haben wir letzte Woche kennengelernt. Das sind diese Dinger, die wir in der Zelle synthetisieren, diese langen Aminosäureketten. Und wenn wir die auf eine ganz bestimmte Art und Weise falten und drei oder vier davon aneinander packen, dann können die Durchlässe, Durchgänge in unserer Zellmembran bilden. Das sind dann die Ionenkanäle, das sind also Kanäle, also Öffnungen in der Zellmembran, die für ganz bestimmte geladene Stoffe durchlässig sind. Diese Ionenkanäle, die können auch ganz bestimmte Öffnungseigenschaften haben, dann sind es Rezeptoren. Also es gibt entweder Ionenkanäle, die sind immer offen, oder es gibt Ionenkanäle, die auf ganz bestimmte Hinweisreize hin auf- oder zugehen, dann haben wir Rezeptoren. Und dann haben wir auch noch sogenannte Pumpen. Das sind Transportproteine, die am aktiven Transport von Ionen durch die Zellmembran beteiligt sind, die also irgendwie unter einem energieaufwendigen Prozess Stoffe durch die Zellmembran durchtransportieren müssen. Als zweites haben wir unser Cholesterin, das habe ich letzte Woche auch schon erwähnt, ne? Cholesterin im Grunde Fett, das wir dann in der Zellmembran haben, das vor allem relevant ist für den Transport von Hormonen durch die Nervenzellmembran hindurch. Hormone werden wir auch in den nächsten Sitzungen kennenlernen, was die alles sind und was die alles machen. Können Sie schon mal merken, ganz relevant für den Informationsaustausch zwischen unserem Gehirn, also dem zentralen Nervensystem, und diesen ganzen Drüsen, die sich irgendwo in unserem Körper verstecken. Diese Zellmembran, die hat eine ganz interessante Eigenschaft, nämlich die trennt das Innere vom Äußeren der Zelle. Und wenn wir jetzt mal messen, wie denn das elektrische Potenzial, die elektrische Potentialdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Zelle ist, dann sehen wir, dass wir hier ein negatives Potentialgefälle haben. Dass wir also eine negative Potentialdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äußeren einer Nervenzelle haben. Und dieses sogenannte Membranpotenzial oder Ruhemembranpotenzial, das liegt so etwa bei minus 65 bis minus 80 Millivolt. Das ist also ein sehr, sehr kleines Potenzial. Sie können sich schon mal merken, im Inneren der Zelle, da ist das eher negativ, im Äußeren der Zelle, da ist das eher positiv. Und was wir uns heute anschauen wollen, ist, warum es unglaublich wichtig ist, dieses Ruhemembranpotenzial aufrechtzuerhalten. Denn dieses Ruhemembranpotenzial, das ist der Startpunkt, das ist der Ausgangspunkt für die Informationsübertragung in unserem Nervensystem. Wenn wir dieses Ruhemembranpotenzial nicht aufrechterhalten, dann können wir auch keine Informationen in unserem Körper leiten und wir sterben. Deswegen ganz, ganz lebenswichtig, dass wir dieses Ruhemembranpotenzial aufrechterhalten. Schauen wir uns also mal an, wie wir dieses Ruhemembranpotenzial zustande bekommen. Die semipermeable Membran, also unsere Zellmembran, die ist durchlässig für ganz bestimmte geladene Teilchen. Wir haben also Ionenkanäle, also Kanäle in der Zellmembran, die Zellmembran ist erstmal undurchlässig, und um Dinge durch diese Zellmembran durchzubringen, brauchen wir unsere
Ionenkanäle. Dadurch, dass diese Zellmembran erstmal ohne diese Ionenkanäle oder wenn die Ionenkanäle geschlossen sind, undurchlässig ist, haben wir eine unterschiedliche Konzentration positiv und negativ geladener Teilchen außerhalb und innerhalb der Zelle. Und diese unterschiedliche Konzentration dieser Stoffe, das ist quasi die Voraussetzung dafür, dass wir dieses Ruhemembranpotenzial aufrechterhalten. Das heißt, wir brauchen unser Ruhemembranpotenzial, um Informationen zu kodieren. Und um dieses Ruhemembranpotenzial aufrechtzuerhalten, müssen wir unsere Ionen, also die geladenen Teilchen, in unserem Körper sortieren, sodass wir im Inneren der Zelle eine negative Ladung haben und am Äußeren der Zelle eine positive. Ionen, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das sind geladene Teilchen. Die können entweder positiv geladen sein, das sind die sogenannten Kationen, oder negativ geladen sein, das sind Anionen. Das heißt, wir haben positiv und negativ geladene Teilchen. Und dieses positiv und negativ geladen, das kennen Sie aus dem Chemieunterricht, das wird in diesem Plus und Minus das ist so hochgestellt, angezeigt. Wir haben also beispielsweise als positiv geladene Ionen haben wir Kalium, Natrium und Calcium, die jeweils eben eine positive Ladung haben, und als negative Ionen Chlor und negativ geladene Proteine. Das wissen Sie noch aus dem Physikunterricht. So, Elektromagnetismus, gegenseitig geladene Teilchen, die stoßen sich ab. Wir haben also im Inneren unserer Zelle sogenannte elektrostatische Kräfte, die dazu führen, dass sich positiv geladene und negativ geladene Ionen gegenseitig abstoßen. Und diese negativ und positiv geladene ziehen sich an, gleichgeladene stoßen sich ab. So. Das ist die eine Art von Kraft, die wir uns gleich genauer anschauen. Die zweite Kraft, das ist die sogenannte Brownsche Molekularbewegung. Das haben Sie vielleicht auch schon mal im Physikunterricht gehört. Die Brownsche Molekularbewegung, die führt dazu, dass sich Teilchen selbstständig bewegen. Das heißt, ich gebe Energie in Form von Wärme zum Beispiel in ein System rein. Also ich erhitze meine Zelle, ne, so auf Körpertemperatur, und dann bewegen sich meine geladenen Teilchen irgendwie durch die Zelle hindurch. Je kälter es ist, also heute, da bewegen sich die Teilchen weniger. Merken Sie vielleicht, dass heute ein bisschen langsamer sind. Je wärmer es wird, desto mehr und desto schneller bewegen sich diese Teilchen. Ich hatte schon erwähnt, wir haben im Äußeren und Inneren der Zelle eine unterschiedliche Verteilung der Ionen, und wir können mittlerweile relativ gut bestimmen, wie diese ganzen Ionen denn in unseren Zellen so verteilt sind. Und dieses Verhältnis der Verteilung der Ionen, die genauen Zahlen, die müssen Sie sich nicht merken, aber Sie sollten so ein grobes Feeling dafür bekommen, wo wir denn ganz besonders viele Ionen von einer ganz bestimmten Art haben und wo die vermutlich hinwandern sollten. Und das ist die Voraussetzung für die Informationsübertragung. Das heißt, wir haben im Äußeren der Zelle, da haben wir vor allem Natrium. Sie sehen es hier bei Natrium, Na plus abgekürzt, das haben wir im Verhältnis 16 zu 1 zwischen außen und innen. Das heißt, wir haben 16 mal mehr Natrium im Äußeren der Zelle, als wir es drinnen haben. Andersrum, Kalium, das haben wir im Verhältnis 20 zu 1 im Inneren der Zelle. Das heißt, wir haben 20 mal mehr Kalium im Inneren der Zelle als im Äußeren der Zelle. Und Sie sehen es ganz am Ende der Tabelle mit E-Ion abgekürzt. Das ist, wenn wir uns nur ein einziges Ion anschauen, wenn wir uns nur ein einziges von diesen geladenen Teilchen anschauen, die Spannungsdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Zelle. Und Sie sehen es hier schon am Vorzeichen, die Spannungsdifferenz, das zeigt uns wiederum an, okay, wo haben wir denn mehr und wo haben wir denn weniger von diesen Ionen. Sprich, wenn wir mehr positive Ionen im Inneren der Zelle haben als im Äußeren, dann haben wir eine negative Potenzial. Diese unterschiedlichen elektrischen Kräfte, die ich schon erwähnt habe, die elektrostatischen Kräfte, führen jetzt dazu, dass sich unsere Ionen in der Zelle auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhalten. Wenn wir uns also das Innere der Zelle anschauen, dann sehen wir, dass durch die negative Ladung im Inneren der Zelle, das haben wir schon etabliert, ne, da haben wir quasi eine negative Ladung, das heißt, wir haben
eine negative Ladung, davon wird ein positives Ion angezogen. Unser positiv geladenes Kalium, das wird also durch diese negative Ladung im Inneren der Zelle gehalten. Andersrum, unsere negativ geladenen Proteine, die werden eigentlich von dieser negativen Ladung erstmal nach draußen gerückt, können da aber nicht hin, weil da ist unsere Zellmembran. Kommen da also nicht raus. Genau das Gegenteil haben wir, wenn wir uns das Äußere der Zelle anschauen. Da haben wir eine relativ positive Ladung oder neutrale Ladung. Das heißt, das negativ geladene Chlor, das würde vom Inneren der Zelle, negativ wird vom Inneren der Zelle abgestoßen. Das ist natürlich Blödsinn. Das negativ geladene, das bleibt also draußen. Auf der anderen Seite wird eben unser positiv geladenes Natrium, das wird nach innen gezogen. Das heißt, ne, wir haben also quasi auch basierend auf dieser elektrostatischen Ladung der Ionen und der relativen Ladung unserer Zelle eine Bewegung von unseren positiv und negativ geladenen Ionen. Was Sie also merken sollten, Kalium, das bleibt im Inneren der Zelle und das Natrium, das wir im Äußeren der Zelle haben, das will eigentlich in die Zelle hinein. Diese elektrischen Kräfte, das ist nicht das Einzige, was wir uns anschauen müssen, sondern wir müssen uns eben auch diese Brownsche Molekularbewegung anschauen, beziehungsweise die Diffusionskräfte. Denn, auch das wissen Sie vermutlich noch aus dem Chemie- oder Physikunterricht, dass sich die Konzentration von Teilchen in einer Flüssigkeit über die Zeit hinweg ausgleicht. Das heißt, wenn wir sehr viel von einer Art Teilchen in einer ganz bestimmten, einem ganz bestimmten Ort haben, dann breiten die sich über die Zeit hinweg eben aus. Sprich, wir haben eine Konzentrationsgradient. Das heißt, wenn wir irgendwo zum Beispiel ganz viel Kalium haben, wie wir das hier in der Abbildung sehen, dann wird dieses Kalium von diesem Konzentrationsgradienten abgestoßen. Das heißt, wir haben hier zwei unterschiedliche Kräfte, die gegeneinander wirken. Einmal unsere Diffusion, also das Konzentrationsgradient, und auf der anderen Seite unser elektrostatisches Potenzial. Und die Frage, die sich jetzt hier stellt bei unserer semipermeablen Membran, ist, wie durchlässig ist denn jetzt unsere Zellmembran für einen ganz bestimmten Stoff? Ich hatte schon erwähnt, wir haben also Ionenkanäle, wir haben also Kanäle in unserer Zellmembran, die sind für ganz bestimmte Stoffe durchlässig. Und da haben wir beispielsweise Kaliumkanäle, die sind durchlässig für das positiv geladene Kalium. Wenn Sie sich nochmal dran zurückerinnern an die erste Sitzung, ich komme gleich dazu, da hatten wir kennengelernt dreidimensional gefaltete Proteine. Und diese dreidimensional gefalteten Proteine haben aufgrund ihrer Faltungseigenschaften ganz bestimmte elektrische Eigenschaften. Das heißt, die sind aufgrund ihrer Form, haben die ganz bestimmte Bindungs- und Ladungseigenschaften. Das heißt, wenn wir mehrere von diesen dreidimensional gefalteten Proteinen ineinander packen, dann können wir durch diese dreidimensionale Faltung dazu kommen, dass diese Membranproteine, also diese Ionenkanäle, durchlässig sind für eine ganz bestimmte Art von Ionen, also beispielsweise nur positiv oder nur negativ geladene Ionen. Jetzt gab es da links eine Frage. Ich bin gerade nicht ganz sicher, worauf. Wir haben eine negative Ladung von etwa minus 70 Millivolt und jetzt haben wir ein positiv geladenes Ion. Und wir haben ja in der vorigen Folie auch schon gemacht, genau. Achso, die Frage, warum wird denn das Kalium eigentlich drin gehalten? Obwohl. Ich glaube, wir kommen da gleich dazu, wenn wir uns einige Gleichungen anschauen, mit denen wir eben berechnen können, wie sich denn ganz bestimmte Ionen verhalten unter ganz bestimmten
Potenzialdifferenzen? Das ist mir die ganz richtige Frage, auf die Sie gerade hinweisen, auf die Sie gerade kommen, nämlich, wo bewegen sich denn unsere geladenen Teilchen hin, wenn sich dieses Membranpotenzial ändert? Und wie entsteht denn genau dieses Membranpotenzial? Ja. Also, diese Abbildung sagt uns quasi, was passiert, wenn wir uns das Ruhemembranpotenzial anschauen. Gehen wir davon aus, wir haben ein ganz bestimmtes Ruhemembranpotenzial. Wie hält dieses Ruhemembranpotenzial ganz bestimmte Ionen im Inneren der Zelle? Und was müssen wir machen, damit wir dieses Ruhemembranpotenzial aufrechnen? Ich glaube, Sie denken zu viel über diese Abbildung nach. Warten Sie mal kurz ab, kommen wir vielleicht noch dazu, können wir dann gleich vielleicht in einer halben Stunde nochmal fragen. Okay? Wunderbar. Also, wie gesagt, wir haben unterschiedliche Kräfte, die in unterschiedliche Richtungen wirken, nämlich auf der einen Seite unsere molekularen Kräfte und auf der anderen Seite unsere elektrostatischen Kräfte. Also basierend auf der unterschiedlichen Konzentration von unseren Stoffen im Inneren und Äußeren der Zelle werden unsere Stoffe in eine ganz bestimmte Richtung gedrückt. Auf der anderen Seite haben wir basierend eben auf der jeweiligen, auf dem jeweiligen Potenzial eben werden ganz bestimmte Ionen angezogen oder abgestoßen. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier mal für das Kalium dieses Beispiel anschauen, dann sehen wir, dass wir durch eine negative Ladung das Kalium in das Innere der Zelle gezogen wird. Das war, glaube ich, die Frage, auf die Sie so ein bisschen hinaus wollten. Okay, wie kommen wir denn eigentlich darauf hinaus? Ne? Durch eine negative Potentialdifferenz wird das positiv geladene Kalium aus dem Äußeren der Zelle in das Innere gezogen. Auf der anderen Seite haben wir eben eine ganz bestimmte Konzentration von ganz bestimmten Stoffen und wenn wir jetzt sehr viel Kalium im Inneren der Zelle haben, dann wird durch diese hohe Konzentration von Kalium dieses Kalium nach draußen transportiert. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Richtungen von Bewegungen aufgrund von unterschiedlichen Eigenschaften. Und jetzt kommen wir zu zwei Gleichungen, mit denen wir genau dieses Zusammenspiel zwischen Konzentrationsgradient und Ladung berechnen können. Die erste Gleichung, die wir uns dabei anschauen müssen, ist die sogenannte Nernst-Gleichung. Diese Nernst-Gleichung beschreibt das Zusammenspiel von Diffusions- und elektrischen Kräften. Die Frage, warum diese Nernst-Gleichung relevant ist, ist, wenn wir uns überlegen, wie müsste denn eine Potentialdifferenz sein, damit ein ganz bestimmtes Ion gerade eben nicht wandert? Also wie kriegen wir also eben dieses Ruhemembranpotenzial hin? Das heißt Ruhemembranpotenzial, also ein Potenzial, bei dem sich eben nichts mehr bewegt, bei dem die Ionen da sind, wo sie hingehören. Diese Nernst-Gleichung beschreibt das sogenannte Gleichgewichtspotenzial, E-G abgekürzt. Diese Nernst-Gleichung müssen Sie sich auch nicht auswendig kennen, müssen Sie merken. Ich möchte sie nur mal ganz kurz mit Ihnen auseinandernehmen. Das ist eine relativ komplizierte Formel und für diese komplizierte Formel brauchen wir unterschiedliche Annahmen, diese Konstanten. Da brauchen wir einmal die allgemeine Gaskonstante, wir brauchen eine absolute Temperatur, also ne, wie warm oder wie kalt ist es. Diese Temperatur beeinflusst auch eben die Brownsche Molekularbewegung, beeinflusst also, wie sich unsere Teilchen in der Zelle bewegen. Wir brauchen eine Ladungswertigkeit unseres Ions, das wir uns gerade anschauen. Also ist es positiv oder ist es negativ geladen? Wir brauchen eine Faraday-Konstante und wir brauchen noch einen natürlichen Logarithmus. Wir brauchen also ganz, ganz viele Zutaten, die wir irgendwie zusammenschmeißen. Und dann können wir, wenn wir diese ganzen Zutaten in diese schöne Gleichung zusammenschmeißen, können wir eben berechnen, bei welchem Potenzial, also bei welcher Spannungsdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Zelle bei so einer normalen Körpertemperatur, also bei so grob 37 Grad, die Sie jetzt hoffentlich alle mehr oder weniger haben, bei welcher Spannungsdifferenz sich also ein ganz bestimmtes Ion eben gerade nicht mehr bewegen wird. Das heißt, wir können uns jetzt hier einsetzen, eben diese Werte für Kalium zum Beispiel oder Calcium, dann kommen wir eben, wenn wir diese Werte hier einsetzen, kommen wir eben darauf, bei welcher Spannungsdifferenz sich dieses Kalium eben nicht mehr bewegt. Das heißt, mit dieser Formel können wir eben quasi dieses Ruhemembranpotenzial berechnen
für eine Nervenzelle, in der ganz bestimmte Ionen vorhanden sind. Die zweite Gleichung, die wir uns anschauen müssen, ja? Also die Ionen wandern nicht vom Äußeren in das Innere der Zelle. Also, wenn wir uns genau, wenn wir eine Zelle haben, die genau eine Potentialdifferenz von minus 80 Mikrovolt oder Millivolt hat, dann bewandert hier das Kalium nicht, weil sich an dem Moment, an diesem Punkt, genau diese zwei Kräfte gegenseitig aufheben. Das ist genau der Punkt, wo wir quasi diese elektrostatischen Kräfte, die unser Kalium ins Innere der Zelle ziehen, und die Konzentration, die das Kalium aus der Zelle hinausdrängen würde, die heben sich genau da auf. An dem Punkt bewegt sich da also erstmal nichts. Durch diesen Kaliumkanal kann Kalium in beide Richtungen wandern. Ja, aber damit wir dieses Kalium rein oder raus bekommen, müssen wir eins von beiden ändern. Das heißt, wir müssen entweder die Konzentration von Kalium ändern, wir müssen die Spannung ändern, oder wir müssen die Zelle wärmer oder kälter machen. So, die zweite Gleichung, die wir uns anschauen, ist die Goldman-Gleichung. Goldman-Gleichung hat ganz viele mit der Nernst-Gleichung zu tun, ist mehr oder weniger das Gleiche, mit einer anderen Fragestellung, nämlich geht es hier darum, wie groß ist denn die Potentialdifferenz in Abhängigkeit der Ionen, die ich in so einer Zelle drin habe. Das heißt, wir können uns jetzt hier anschauen, nehmen wir an, wir haben in unserer Zelle Calcium, Kalium, Natrium und Anionen, also unsere negativ geladenen Proteine drin. Wie groß ist denn die Potentialdifferenz an dieser Zelle? Angesichts gegeben einer ganz bestimmten Konzentration von einem ganz bestimmten Stoff. Wir können hier also wir brauchen hier für diese Frage, brauchen wir also auch noch eine Info über die Permeabilität, also die Durchlässigkeit der Zellmembran, das ist hier mit P abgekürzt. Wir können uns hier also anschauen, wie ist denn zum Beispiel hier in einer Zelle, die Natrium und Kalium enthält, bei Körpertemperatur bei 37 Grad, wenn ich jetzt Natrium und Kalium an dieser Zelle verteile, wie groß ist denn die Potentialdifferenz zwischen dem Inneren und Äußeren der Zelle? Diese beiden Gleichungen, die Nernst-Gleichung und die Goldman-Gleichung, die sind ganz relevant, nicht so für den Alltag, aber sind ganz relevant für die Forschung. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen wollen, wie verändert sich denn das Membranpotenzial in Abhängigkeit von ganz bestimmten Drogen oder ganz bestimmten Medikamenten, die ich gebe. Dann kann ich mir eben anschauen, okay, ich habe ein Medikament und das gebe ich und dann verändert sich das Membranpotenzial. Daran kann ich eben ablesen, welches Ion wandert denn hier jetzt gerade. Und daraus kann ich dann schließen, an welchem Rezeptor, also an welchem Ionenkanal schraube ich denn gerade rum. Das ist also ganz wichtig, wenn wir uns beispielsweise anschauen, wie ganz bestimmte Neuroleptika oder ganz bestimmte Psychopharmaka wirken. Dann muss ich ja eben wissen, okay, ich gebe einen ganz bestimmten Stoff und dieser ganz bestimmte Stoff führt dazu, dass ganz bestimmte Ionenkanäle auf und zu gehen. Und dann kann ich mir eben anschauen, okay, welche Ionen wandern denn hier durch. Und wie verändert sich denn dieses Membranpotenzial? Gibt es dazu erstmal irgendwelche Fragen? Ja. Kann man entweder, wenn man die Forschung quasi so ein bisschen kombinieren, weil man eigentlich ja wirklich nur darum, welches bestimmte Ion quasi macht, weil man geht ja quasi um die ganze Zelle und Atmung zusammen. Genau, also genau, man kombiniert normalerweise diese beiden Formeln, je nachdem, welche Fragestellung man hat. Also, vor allem diese Goldman-Gleichung ist eben relevant, wenn ich wissen möchte, ich habe einen ganz bestimmten Stoff und ich weiß, dieser ganz bestimmte Stoff macht einen ganz bestimmten Ionenkanal auf. Und ich möchte eben wissen, wie viele Ionen wandern da durch, also wie weit habe ich den Ionenkanal zum Beispiel auf. Jetzt hinten links, ja? Kann man sich den elektrischen Gradienten und chemischen praktisch zwei gleich starke Kräfte vorstellen? Die Frage geht danach, ob man sich den elektrischen und den Konzentrationsgradienten als mehr oder weniger gleiche Vektoren vorstellen kann. Und diese, also ob die beiden gleich sind, hängt eben von ganz vielen Faktoren ab. Unter anderem eben hängt das davon ab, wie ist gerade die Konzentration eines ganz bestimmten Stoffes oder wie
ist gerade die Temperatur dieser Zelle. Also das lässt, also ich würde jetzt nicht sagen, per se immer gleich, sondern das hängt eben von sehr vielen Faktoren ab. Und es ist eben da auch ganz wichtig, sich zu überlegen, wenn Sie beispielsweise unter einem Kalium- oder Magnesiummangel leiden, Sie haben also von einem ganz bestimmten Ion zu wenig. Wie beeinflusst das wiederum eben die Wanderung von Ionen an Ihren Nervenzellen? Jetzt haben wir also gelernt, dass unsere Ionen irgendwie basierend auf den elektrischen Kräften und Konzentrationsgradienten durch unsere Zelle hindurchwandern. Und jetzt können wir uns mal anschauen, was brauchen wir denn eigentlich, um diese Ionen hier durch die Gegend zu bewegen. Das heißt, wir können uns erstmal anschauen, wie bekommen wir Ionen denn passiv durch unsere Zellmembran durch. Das heißt, passiver Ionentransport, das sind all die Dinge, für die ich erstmal keine Energie brauche, die einfach basierend auf den elektrostatischen oder Konzentrationskräften funktionieren. Für den passiven Ionentransport haben wir zwei Mechanismen. Einmal sind es eben unsere Ionenkanäle, die hatte ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Das sind also unsere Zusammenschlüsse von diesen dreidimensional geformten Proteinen. Auf der anderen Seite haben wir sogenannte Carrier-Moleküle. Carrier-Moleküle können Sie sich erstmal vorstellen, auch wie Proteine, aber wir haben auch diese Proteine in der Zellmembran, aber diese Proteine bilden dann keinen Kanal, durch das ein Ion durchwandern kann, sondern hier bindet ein Ion an dieses Protein und dadurch kommt es eben zu einer Strukturveränderung, also diese dreidimensionale Struktur dieses Proteins verändert sich und dadurch wird dieses Ion vom Äußeren der Zelle ins Innere transportiert. Also auch wieder ganz, ganz wichtig und ganz zentral ist eben diese dreidimensionale Struktur der Proteine. Ja, Frage. Ich kann so ein Molekül jetzt nur einmal tun, weil es sich verändert und dann erinnert es sich, kann es eventuell dann nicht wieder oder kann es sich wieder re-strukturieren? Genau, die Frage ist, ob das jetzt nur einmal geht oder ob das immer wieder geht. Ionenkanäle sowieso, die können auf und zu gehen, immer wieder und auch diese Carrier-Moleküle können sich immer wieder verändern. Das können Sie sich ein bisschen vorstellen, Sie haben Ihr Protein, dann binden Sie Ionen dran, dann kommt es zu einer Strukturveränderung, dann wird dieses Ion ins Innere transportiert und wird dann da freigesetzt und dann haben Sie quasi Ihre Ursprungsstruktur, die dreht sich also wieder um und wir können wieder das nächste Ion dran. Das ist also ein reversibler Prozess. Ja. Die Frage ist, ob Ionenkanäle Enzyme sind. Ionenkanäle wirken nicht enzymatisch. Nein. Also Ionenkanäle machen nichts funktionell, die gehen nur auf und zu. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie wir denn jetzt die Funktion von diesen Ionenkanälen messen können. Das ist eine Messmethode, die vor allem in der Einzelzellforschung relevant ist. Also wenn Sie mal in Ihrer späteren Karriere als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Einzelzellen arbeiten wollen, dann ist eben eine sehr schöne Methode, die sogenannte Patch-Clamp-Methode. Diese Patch-Clamp-Methode, das ist, können Sie sich vorstellen, diese ganz, ganz, ganz feine Nadel, die ist hohl, und mit dieser ganz, ganz feinen Nadel gehen Sie an die Zellmembran ran, saugen die so ein bisschen an und dann füllen Sie diese Nadel mit Salzwasser mehr oder weniger und geben jetzt an dieses Salzwasser einen ganz bestimmten Stoff hinzu. Beispielsweise hier in der Abbildung sehen Sie es, da wird in dieses Salzwasser unser Acetylcholin gegeben. Acetylcholin, das werden wir dann nächste Woche nochmal ganz genau uns anschauen, wenn wir die ganzen Neurotransmitter anschauen. Acetylcholin, das ist ein so ein Stoff, der an einen Rezeptor bindet, der also dazu führt, dass ein Ionenkanal auf und zu geht. Das heißt, wir können hier jetzt messen, wenn wir jetzt eine Elektrode zusätzlich in dieses Wasser in der Kanüle reintun, dann können wir eben messen, wie verändert sich denn die Ionenkonzentration, also wie verändert sich die elektrische Ladung innerhalb von meiner Kanüle, wenn ich hier jetzt Acetylcholin hinzugebe. Und was man dabei eben sieht ist, okay, ich gebe Acetylcholin hinzu, dadurch gehen ganz bestimmte Ionenkanäle auf, Natriumkanäle sind es glaube ich, dadurch strömen hier also unsere Ionen durch die Zellmembran durch und damit verändert sich auch dieses Membranpotenzial zwischen Äußeren und dem Inneren der Zelle. Wir haben hier also eine Ionenwanderung durch einen ganz bestimmten Stoff. Diese Ionenkanäle
kann ich aber eben nicht nur durch einen ganz bestimmten Neurotransmitter auf und zu machen, sondern ich kann auch einfach dran ziehen. Es gibt sogenannte mechanosensible Ionenkanäle, die finden Sie beispielsweise in Ihren Ohren oder in Ihrer Haut. Da kann man einfach draufdrücken auf die Haut und dann gehen diese Ionenkanäle auf. So kodieren wir beispielsweise an unseren Tastsinneszellen Informationen. Oder ich kann eine ganz bestimmte Spannung an die Zellmembran N anlegen, kann also quasi dieses Membranpotenzial verändern. Und durch diese Spannungsveränderung gehen ganz bestimmte Ionenkanäle auf. Gab es hier links noch eine Frage? Acetylcholin haben Sie an der Übertragung zwischen Nervenzelle und Muskel, aber auch am zentralen Nervensystem. Werden wir nächste Woche ganz genau kennenlernen. Auch im zentralen Nervensystem haben wir Acetylcholin als Neurotransmitter. Also nicht nur an der motorischen Entwicklung. Diese Ionenkanäle haben wir jetzt schon kennengelernt. Das sind also unsere 3D-Proteine, die durchlässig für ganz bestimmte Ionenkanäle sind. Und diese Ionenkanäle haben eben ganz bestimmte Eigenschaften. Das heißt, die sind eben, die kann ich auf- und zumachen, aber ich habe auch Ionenkanäle, die immer offen sind. Beispielsweise unser Kaliumkanal. Das ist ein Ionenkanal, der ist eben ständig offen. Da kommen wir also die Frage, also durch diesen Ionenkanal, da hatten wir vorhin rechts die Frage, da können eben ständig Ionen hin und her wandern, in Abhängigkeit eben der jeweiligen elektrostatischen Ladung oder des Konzentrationsgradienten. Und auf der anderen Seite habe ich Ionenkanäle, die auf einen ganz bestimmten Reiz hin aufgehen. Diese Ionenkanäle, die können Sie sich so ein bisschen vorstellen. Wir haben so ein Bild von der Zellmembran. Wir schauen also von oben auf die Zellmembran drauf. Und da haben Sie diese kleinen kleberblattförmigen Gebilde drin. Das sind die Ionenkanäle. Das sind also im Zusammenschluss von vier so Untergruppen, von vier so Einzelproteinen. Und die gemeinsam bilden diesen Ionenkanal. Das heißt, diese Ionenkanäle können wir uns eben vorstellen, also dreidimensional gefaltete Proteine, die haben eine ganz bestimmte Form, eine ganz bestimmte Struktur und die können eben auf einen ganz bestimmten Hinweisreiz ihre Struktur verändern und damit werden sie dann eben durchlässig für ganz bestimmte Ionen. Das heißt, unsere Ionenkanäle, die bestehen aus mehreren Proteinen, die sind in der Regel selektiv, die sind also in der Regel nur durchlässig für eine Art Stoff. Das heißt, die sind also durchlässig für ein ganz bestimmtes Ion. Manchmal geht es einfach nur um die Ladung, sind also durchlässig für positiv oder negativ geladene Ionen, aber grundsätzlich können Sie sich mal merken, wir haben Ionenkanäle, die spezifisch sind für ganz bestimmte Ionen. Es gibt auch für jedes Ion eben eine eigene Art Kanal. Diese Ionenkanäle, die finden wir überall in der Zellmembran von unserer Nervenzelle, außer am Axon, da finden wir eher weniger davon und wir können die Anzahl von diesen Ionenkanälen sehr dynamisch verändern, je nachdem, wie viele wir gerade brauchen und welche wir gerade eben benötigen. Und diese Ionenkanäle, die sind eben in unterschiedlichen Zuständen, die sind entweder immer offen, wie unser Kaliumkanal, den ich gerade erwähnt habe, oder sie sind geschlossen und wenn sie geschlossen sind, dann sind sie in der Regel durch irgendeinen Stoff eben aktivierbar. Kann da eben also entweder eine ganz bestimmte Form verändern meines Ionenkanals, um ihn aufzumachen, oder ich kann eben eine ganz bestimmte Blockade aus dem Ionenkanal entfernen, also beispielsweise Magnesium oder Calcium, die quasi wie so ein Korken in dem Ionenkanal drin sitzen, die kann ich dann entfernen, um ihn aufzumachen. Die Öffnung von unseren Ionenkanälen, die hängt in der Regel davon ab, ob ich irgendwas mit diesem Ionenkanal mache. Also, ich kann an diesen Ionenkanal, an die Bindungsstelle, also an den Rezeptor, an die Rezeptorbindungsstelle meines Ionenkanals, da kann ich ganz bestimmte Liganden anbinden. Also Liganden, das sind Übertragungsstoffe, zum Beispiel Neurotransmitter oder auch Hormone. Und die können agonistisch wirken. Wenn sie agonistisch wirken, dann öffnen sie einen Ionenkanal. Oder sie können antagonistisch wirken, dann schließen sie einen Ionenkanal. Ich kann auf der anderen Seite natürlich auch Phosphor an unseren Ionenkanal hinbinden. Phosphor haben wir schon ein bisschen kennengelernt. Kriegen wir aus dem ATP, Adenosintriphosphat. Kennen wir ja schon aus den Mitochondrien. Da kann man eben dann Phosphor abspalten. Dieses Phosphor kann
kann sich an unseren Ionenkanal hinbinden. Da haben wir also eine Phosphorylierung oder eine Dephosphorylierung, je nachdem, ob ich Phosphor hinbinde oder Phosphor wegnehme. Und auch dadurch kann ich die Struktur von unserem Ionenkanal verändern. Ich hatte schon erwähnt, unsere Ionenkanäle können sich auch basierend auf einer ganz bestimmten Spannung der Zellmembran verändern oder wenn ich einfach mechanisch an der Zellmembran ziehe. Das sind so die einfachsten. Schauen wir uns mal an, wie also die ligandengesteuerten Ionenkanäle funktionieren. Ich hatte schon gesagt, Agonisten öffnen einen Ionenkanal, Antagonisten, die schließen einen Ionenkanal. Und ich habe bei den Agonisten, bei den Antagonisten, habe ich entweder endogene, also körpereigene Stoffe, oder exogene, also körperfremde Stoffe. Also sowohl bei den Agonisten als auch bei den Antagonisten habe ich endogene und exogene. Lassen sich von der Struktur auf der Formel auf der Folie dann verwenden. Endogen, körpereigen, das heißt also alle Neurotransmitter, alle Hormone, die unser Körper selbst herstellt. Exogen, alles, was sie als Drogen von außen zu sich nehmen. Sowohl Agonisten als auch Antagonisten können reversibel oder irreversibel sein. Das heißt, die kann ich dann entweder, ist die Wirkung unseres Botenstoffes, unseres Liganden kurzzeitig, das heißt, er ist reversibel, er bindet also kurzzeitig an unseren Rezeptor und wird dann nach einer Weile wieder abgestoßen. Das heißt, da kann sich unser Ionenkanal wieder in seine Ursprungsform zurückverwandeln. Oder sie sind irreversibel. Das geht so ein bisschen in die Frage, die Sie vorhin hatten. Das heißt, ich habe ganz bestimmte Botenstoffe, die binden an meinen Ionenkanal und das ist dann eine feste Bindung und dann kann sich dieser Ionenkanal kann sich dann nicht mehr regenerieren. Das heißt, wir haben beispielsweise irreversible Antagonisten, das heißt, die binden an den Rezeptor und gehen dann auch nicht mehr weg. Damit ist der Rezeptor für alle Zeiten zu. Was machen wir, wenn wir sowas haben? Dann recyceln wir den Ionenkanal. Der ist dann zu nichts mehr nütze, also wird der dann abgebaut und recycelt. Zusätzlich haben wir noch Regulatoren und diese Regulatoren beeinflussen die Öffnungswahrscheinlichkeit. Das heißt, so ein Ionenkanal, der geht nicht immer auf und geht nicht immer zu, sondern ich habe auch ganz bestimmte Stoffe, die quasi beeinflussen, wie schnell er aufgeht oder wie langsam er aufgeht oder wie wahrscheinlich es ist, dass er aufgeht. Da haben wir beispielsweise Ionenkanäle wie den NMDA-Rezeptor. Der NMDA-Rezeptor, der ist sowohl spannungsabhängig als auch ligandengesteuert und der geht beispielsweise nur in der Kombination von einer ganz bestimmten Spannung und einem ganz bestimmten Neurotransmitter auf. Es gab hier rechts eine Frage. Genau, die Frage geht danach, woher weiß ich jetzt, dass hier der Ionenkanal irreversibel geöffnet oder geschlossen ist? Das liegt an der Struktur des Ionenkanals. Also durch so einen irreversiblen Liganden ändert sich ja die Struktur dieses Ionenkanals und kann sich eben diese veränderte Struktur kann dann von ganz bestimmten enzymatischen Proteinen im Inneren der Zelle erkannt werden, die dann eben, also das sind in dem Fall, sind es Kinasen. Ich glaube, es sind Kinasen, die dafür sorgen, dass der Ionenkanal ins Innere der Zelle aufgenommen wird. Ja? Ja? Haben wir nicht auch, wir haben doch auch Spannungsgesteuerte. Ja, haben wir auch. Aber es gibt eben, das als herausragendes Beispiel, deswegen wollte ich Ihnen das schon mal nennen, also die Frage ging danach, gibt es auch spannungsabhängige Kaliumkanäle? Ja, es gibt spannungsabhängige Kaliumkanäle, aber eben ganz wichtig, es gibt eben auch Kaliumkanäle, die immer offen sind. Und auf den kommen wir gleich, auf diesen immer offenen Kaliumkanal. Deswegen wollte ich Ihnen den hier schon mal als besonderes Beispiel herausstellen. Den brauchen wir nämlich für das Aktionspotenzial. Deswegen den sollten Sie sich schon mal merken, so als kleinen Sonderfall. Kommen wir jetzt also mal zu unseren spannungsabhängigen Kanälen. Also, spannungsabhängige Kanäle, da haben wir eben Ionenkanäle im Inneren der Zelle und diese Ionenkanäle öffnen und schließen sich, wenn sich unser Ruhemembranpotenzial verändert. Denken wir also nochmal an den Einstieg der heutigen Sitzung. Da hatten wir eben gelernt,
dass wir ein ganz bestimmtes Ruhrmembranpotenzial haben, nämlich etwa so unsere minus 65 Mikrovolt. Und in diesem Zustand sind ganz bestimmte Ionenkanäle, beispielsweise der spannungsabhängige Natriumkanal oder Calciumkanal, geschlossen. Und sobald ich jetzt von diesem Ruhrmembranpotenzial weggehe, also beispielsweise von minus 65 auf minus 40 gehe, also sobald ich quasi von einem sehr, sehr negativen auf so ein bisschen negatives Membranpotenzial komme, gehen diese Ionenkanäle auf und hier können ganz plötzlich dann ganz viele Ionen wandern. Das heißt, hier führt eine Depolarisierung, also ne, wir haben ein polarisiertes Membranpotenzial mit einem negativen Potenzial. Eine Depolarisierung bedeutet, wir gehen von diesem negativen Membranpotenzial so ein bisschen Richtung positiv. Und diese Depolarisierung, die führt dazu, dass sich unser Kanal öffnet. Das ist aber dann nicht dauerhaft, sondern diese Öffnung, die ermüdet irgendwann. Also sprich, wir haben kurzzeitig verändert sich diese dreidimensionale Struktur, die bleibt aber nicht dauerhaft so, sondern die geht nach einer gewissen Zeit wieder in ihre Ausgangsform zurück und bleibt dann erstmal eine Weile in dieser Ausgangsform, kann also eine ganze Weile erstmal nicht aufgehen, sondern wir brauchen also eine ganz bestimmte Erholungsphase, bis hier dieser Kanal wieder aufgemacht wird. Als zweite Struktur oder als zweite Funktion der spannungsabhängigen Kanäle haben wir Calcium, eine Calciumbindung an den Kanal. Das heißt, hier würde eine Depolarisierung einen Kanal öffnen und dieses Calcium, das hier dann beispielsweise einströmt, das bindet dann eine ganz bestimmte Bindungsstelle im Inneren der Zelle. Also Calcium strömt vom Äußeren der Zelle ins Inneren der Zelle und bindet dann eine Bindungsstelle im Inneren der Zelle, also eine Rezeptorstelle. Und dieses führt dann dazu, dass hier der Kanal wieder schließt. Das ist also in dem Fall spannungsabhängige Ionenkanäle, die nicht einfach ermüden, sondern die auf den Ioneneinstrom wieder zugehen. Das heißt, die haben hier eine sehr, sehr kurze Wirklatenz. Die gehen also auf und gehen gleich wieder zu, weil hier unser Calcium eingeströmt ist. Damit können wir also sehr, sehr präzise, zeitlich sehr gut koordiniert ganz bestimmte Ionen durch die Gegend transportieren. Gibt es jetzt erstmal zu unseren passiven Transportmechanismen noch irgendwelche Fragen? Right. Dann gehen wir zu den aktiven Transportmechanismen, zu unseren Pumpen. Diese aktiven Transportmechanismen, die schauen wir uns mal hier am Beispiel der sogenannten Natrium-Kalium-Pumpe an. Diese Natrium-Kalium-Pumpe heißt, das können Sie sich vom Namen her schon vorstellen, Natrium-Kalium-Pumpe, weil sie Natrium und Kalium pumpt. Das heißt, wir haben hier ein Protein in der Zellmembran. Und dieses Protein in der Zellmembran hat Bindungsstellen für Natrium und Kalium, hat drei Bindungsstellen für Natrium, zwei Bindungsstellen für Kalium. Und dieses Protein kann seine Form verändern. Das macht dieses Protein aber nicht durch die Bindung von den Ionen, sondern hier haben wir einen energieaufwendigen Prozess. Hier muss also Phosphat an diese Pumpe hinbinden. Also wir haben unser Adenosintriphosphat, ATP, und da spaltet sich eben ein Phosphat ab, bindet an diese Pumpe und dadurch verändert sich die Struktur dieser Pumpe. Die Transportrichtung ist dabei sehr spezifisch für die Ione, also die hat quasi diese Bindungsstellen für Natrium und Kalium und die Transportrichtung für Natrium und Kalium geht hier in dem Fall nur in eine Richtung. Da haben wir also einen Pumpprozess, mit dem wir überschüssiges Natrium aus dem Inneren der Zelle nach außen bringen können und das Kalium, das wir im Äußeren der Zelle haben, nach innen pumpen können, um eben unser Membranpotenzial aufrechtzuerhalten. Damit machen wir jetzt quasi den Kreis zum Anfang der heutigen Sitzung, wo wir gelernt haben, dass wir, um unser Membranpotenzial aufrechtzuerhalten, brauchen wir eine ganz bestimmte Konzentration von Ionen im Inneren und Äußeren der Zelle. Und um diese Konzentration aufrechtzuerhalten, brauchen wir eben diese Pumpprozesse, die hier quasi energieaufwendig Dinge durch die Gegend pumpen. Diese Pumpen, die haben wir nicht nur für Natrium und Kalium, sondern die haben wir auch für ganz viele andere Stoffe. Das heißt, wir haben hier beispielsweise auch für Neurotransmitter, das sind die sogenannten Reuptake-Mechanismen. Das werden wir in der klinischen Psychologie noch ganz viel kennenlernen.
sind ganz viele von unseren Neuroleptika und Psychopharmaka, also den Stoffen, die wir verwenden, um psychische Krankheiten mit Medikamenten zu behandeln, wirken auf ganz spezifische von diesen Pumpmechanismen. Da gibt es, werden wir nächste Woche kennenlernen, Monoamine. Und diese Monoamine, die haben einen Pumpmechanismus und, eine ganz bestimmte Klasse, die Monoamine Reuptake-Inhibitoren, die inhibieren genau diese, die Pumpe für die Monoamine. So, Frage. Genau, die Frage geht danach, hören die Pumpen irgendwann auf zu pumpen? Ja, die Pumpen hören irgendwann auf zu pumpen, wenn wir kein ATP haben. Das heißt, unsere Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, die produzieren das ATP. Wenn wir kein ATP produzieren, dann funktionieren diese Pumpen auch nicht und damit bricht unser Membranpotenzial zusammen und wir sterben. Genau, das ist auf lange Sicht sterben wir dann. Genau, also wir brauchen diese Pumpprozesse, wir brauchen das ATP, um eben dieses Membranpotenzial aufrechtzuerhalten. Also, fassen wir das nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben aktive und wir haben passive Transportmechanismen. Die aktiven Transportmechanismen, eben unsere Pumpen, das ist ein zyklischer Prozess, der quasi immer kreisförmig funktioniert. Wir haben quasi eine Bindung, dann haben wir eine Formveränderung, dann werden die Ionen abgestoßen, dann wieder eine Formveränderung, wieder Bindung und so weiter. Und wir haben auf der anderen Seite unsere passiven Transportmechanismen, also unsere Carrier-Moleküle, die quasi selbstständig ihre Struktur verändern, ohne die Phosphatbindung. Und auf der anderen Seite eben unsere Ionenkanäle, die offen oder zu sein können, durch die ganz bestimmte Stoffe hindurchwandern können. So, gibt es dazu jetzt erstmal noch Fragen? Oder haben wir jetzt unterwegs schon alle Fragen klären? Okay, dann machen wir mal einen ganz kurzen Ausflug in die Geschichte der Physiologie, nämlich zu Herrn Luigi Galvani. Luigi Galvani war so der Erste, der so entdeckt hat, so okay, wunderbar, irgendwie ist ja so elektrischer Strom relevant für unser Leben. Nämlich Luigi Galvani hat mit seinen sogenannten Froschschenkel-Experimenten gezeigt, dass eine Ionenwanderung, also eine elektrische Übertragung für unseren ganzen Körper irgendwie relevant ist. Der grobe Aufbau von seinen Experimenten war, dass er eben Froschschenkel genommen hat, da hing dann kein Frosch mehr dran, sondern nur der Froschschenkel, und er hat zwei Metalle gehabt, unter anderem, glaube ich, Kupfer und Zink, und hat mit diesem Kupfer und Zink eben die zwei unterschiedliche Stellen an diesem Froschschenkel berührt und dann hat der Froschschenkel angefangen zu zucken. Und das war dann erstmal ganz spannend und ganz interessant, weil er eben damit eben postuliert hat, okay, irgendwie muss also für unser Leben, der lebenserhaltende Stoff, muss also irgendwas mit der damals gerade neu entdeckten Elektrizität zu tun haben. Diese ganze Idee, diese elektrischen Signale als Grundlage von unserem Leben wurde dann so in den im 18. und 19. Jahrhundert weiter gesponnen, unter anderem hier von Giovanni Aldini, der das Ganze dann nicht nur an Froschschenkel gemacht hat, sondern an Menschen. Also damals wurden dann noch regelmäßig Menschen auch hingerichtet und hat dann tatsächlich an frisch hingerichteten Menschen mittels einer sogenannten voltaischen Säule, das waren frühe Batterien, hier an diesen frisch hingerichteten Menschen Strom angelegt und konnte dann zeigen, okay, wunderbar, wenn ich an so einen toten Menschen Strom anlege, dann fängt er an zu zucken. Diese Versuche von Giovanni Aldini waren dann unter anderem eine Inspiration für Percy Shelley. Percy Shelley, das war der Ehemann von Mary Shelley, die dann ein sehr schönes Buch geschrieben hat, Frankensteins Monster, die eben genau diese ganze Idee so ein bisschen in die ganze Forschung, die damals ganz neu war, verwurstet hat, mit dieser Idee, dass ich irgendwie elektrische Ströme brauche, um Leben zu kreieren und damit einem, in dem Fall aus Leichenteilen zusammengesetzten, neuen Menschen das Leben einzuhauen. Das heißt, wir schauen uns mal an, wie kodieren denn elektrische Signale in unserem Körper Informationen? Das heißt, wir müssen uns anschauen, wie reagiert denn eine Nervenzelle auf eine Veränderung des Membranpotenzials. Wir haben jetzt am ersten
Teil von unserer Vorlesung gelernt, wir haben es kennengelernt, okay, was brauchen wir, um unser Ruhrmembranpotenzial aufrechtzuerhalten. Und jetzt können wir anschauen, was passiert denn, wenn ich dieses Ruhrmembranpotenzial störe oder verändere. Da gehen wir wieder mit unserer schönen Patch-Clamp-Methode oder Einzelzellableitungsmethode hin und messen einfach mal die Spannungsdifferenz zwischen dem Inneren und Äußeren der Nervenzelle. Ne? Patch-Clamp haben wir kennengelernt. Ich habe also unsere feine Nadel, mit der gehe ich an unsere Nervenzelle ran und kann jetzt hier ganz bestimmte Ionen beispielsweise hinzugeben oder kann ganz bestimmte Neurotransmitter hinzugeben. Ich kann also hier eine Spannung an die Nervenzelle anbieten. Was man eben sieht, ist, dass wenn ich eine Spannung an diese Nervenzelle anlege, das sieht man hier oben in diesem grünen Teil des Schaubildes, das heißt, ich lege eine ganz bestimmte Spannung an die Zellmembran an, ich gehe also von einem polarisierten Zustand in einen depolarisierten Zustand und dann kann ich mir anschauen, wie reagiert meine Nervenzelle auf diese Spannungsveränderung. Und was man dabei eben sieht, ist, dass diese Nervenzelle, die reagiert nicht mit der gleichen konstanten Spannungsveränderung, sondern wir finden hier so eine rhythmische, pulsierende Aktivität an der Nervenzelle. Das sogenannte Aktionspotenzial. Das heißt, durch eine Veränderung der Eingangsspannung an unsere Nervenzelle bringe ich meine Nervenzelle dazu, rhythmisch auf diese Spannungsdifferenz zu reagieren. Das ist also die Grundlage für die Informationsweitergabe in unserem zentralen peripheren Nervensystem. Der erste Teil, den ich dafür brauche, ja, Frage. Genau, die Frage geht danach, hat diese rhythmische Aktivität was mit den spannungsabhängigen Ionenkanälen zu tun? Ja, genau. Das hat genau damit zu tun, dass unsere spannungsabhängigen Ionenkanäle nach einer Weile wieder ermüden und wieder zu. Kommen wir aber gleich dazu. Schauen wir uns erstmal an, wie wir mit der ganzen Geschichte anfangen. Und zwar das Erste, was wir uns anschauen müssen, ist die passive Leitung von Elektrizität an unserer Nervenzelle. Die sogenannte elektrotonische Leitung. Das kennen Sie, wenn Sie im Sommer in der Ostsee schwimmen gehen und also gerade ein Gewitter herrscht. Wissen Sie wahrscheinlich, okay, wenn Ihnen neben Ihnen ein Blitz einschlägt, wenn Sie in der Ostsee schwimmen, dann tut Ihnen das nicht gut, weil diese Spannung des Blitzes sich in dem Salzwasser der Ostsee ausbreitet. Wir bestehen mehr oder weniger auch aus Ostsee, wir bestehen auch aus Salzwasser und auch in uns, in unserer Zellflüssigkeit, breitet sich eine elektrische Spannung aus. Das heißt, diese Spannung, die ich hier an unserem Zellkörper oder an die Dendriten anlege, die breitet sich erstmal in der Zellflüssigkeit durch die Ionenwanderung erstmal in alle Richtungen aus. Ganz relevant dafür sind spannungsabhängige Natriumkanäle. Das heißt, wenn ich hier jetzt durch einen elektrischen Strom das Membranpotenzial an meiner Zellmembran verändere, dann gehen kurzzeitig spannungsabhängige Ionenkanäle auf. Und es kommt zu einer Ionenwanderung und damit kann sich diese Spannung eben über kurze Distanzen entlang unserer Dendriten oder entlang unseres Zellkörpers ausbreiten. Ganz wichtig, es geht in alle Richtungen. Das heißt, eine Zelle reagiert relativ langsam und relativ träge auf eine Potentialveränderung. Wir haben es letzte Woche kennengelernt, die chemische Synapse. Erinnern Sie sich nochmal zurück an letzte Woche, da haben wir kennengelernt, wir haben ein Axon Terminal, unsere Neurotransmitter, und diese Neurotransmitter, die entlasse ich jetzt in den synaptischen Spalten, dann binden die an der Postsynapse an ganz bestimmte Rezeptoren. Und jetzt haben wir gelernt im ersten Teil der Vorlesung, okay, Rezeptoren, die haben wir dann, also Liganden gesteuerte Ionenkanäle, die gehen also auf und lassen ganz bestimmte geladene Teilchen ins Innere der Zelle hineinströmen. Je nachdem, welches Ion jetzt hier ins Innere der Zelle hineinströmt, habe ich entweder ein erregendes oder ein hemmendes postsynaptisches Potenzial. Erregendes postsynaptisches Potenzial, EPSP abgekürzt, das heißt, ich komme von meinem polarisierten Zustand, von meinem negativen Membranpotenzial irgendwie ins weniger polarisierte oder sogar ins positive hinein, also ein
positiv geladenes Ion strömt hier ein. Andersrum, ein inhibitorisches postsynaptisches Potenzial, IPSP abgekürzt, da wandert also ein negativ geladenes Ion, also beispielsweise Chlor, ins innere der Zelle hinein und ich komme von einem polarisierten Zustand in den noch mehr polarisierten Zustand hinein, also von minus 65 auf minus 80 oder minus 90. Das heißt, die Zelle wird hier gehemmt. Dieser Ioneneinstrom, der ist relativ lange und relativ träge, das heißt, der dauert eine ganz bestimmte Zeit an und dieses Membranpotenzial breitet sich dann über eine ganz bestimmte Zeit aus. Und die Stärke dieser Membranpotenzialveränderung hängt davon ab, wie viele Bindungsstellen in welcher Zeit aktiv sind. Also wenn ich nur ein Axon an einen Dendriten binde, ist es eine relativ geringe Veränderung des Membranpotenzials. Wenn ich mehrere Axone an die gleiche Nervenzelle binde, wenn ich also einen sogenannten konvergenten Prozess habe, Konvergenz, ganz wichtig, mehrere Nervenzelle binden an eine Zielzelle, ich habe also mehrere axonale Eingänge an eine Nervenzelle, dann lässt sich dieses Membranpotenzial sehr stark verändern. Oder ich kann ein einzelnes Axon haben, das immer wieder relativ schnell nacheinander aktiv ist. Auch damit kommt es zu so einer Aufsummierung unseres postsynaptischen Potenzials. Und diese Aufsummierung des postsynaptischen Potenzials führt dann zu unserem Aktionspotenzial. Aktionspotenzial ist ganz, ganz wichtig für die Signalübertragung in unserem Nervensystem. Das ist quasi die Grundlage der Informationskodierung im Nervensystem. Wir haben also unsere Nervenzelle. An dieser Nervenzelle habe ich eine Eingangsstruktur, unsere Dendriten. An diesen Dendriten kommt jetzt ein Axon an. Dieses Axon entlässt Neurotransmitter in den synaptischen Spalt. Diese Neurotransmitter, die binden an unserem Dendrit, an der Postsynapse, an die ligandengesteuerten Ionenkanäle und die gehen jetzt auf und damit depolarisiert der Zellkörper. Wir haben also ein Eingangssignal, ein chemisches Eingangssignal, das dazu führt, dass Ionenkanäle aufgehen und dadurch depolarisiert unsere Nervenzelle. Und diese Depolarisation, die summiert sich über die Zeit auf. Wir sammeln also so lange Depolarisierung, bis wir eine ganz bestimmte Schwelle erreicht haben. Wir messen also quasi am Axonhügel, also an dem Bereich der Nervenzelle, an dem das Axon andockt, messen wir also oder schauen uns an, wir als Nervenzelle sammeln also, wie viele Depolarisierungen kommen denn da an, wir summieren diese Depolarisierungen also auf und ab einem ganz bestimmten Punkt haben wir den Punkt erreicht, an dem die spannungsabhängigen Natriumkanäle aufgehen. Wir haben also spannungsabhängige Natriumkanäle, die dann aufgehen, wenn wir eine ganz bestimmte Polarisierung unserer Zellmembran erreichen. Die gehen also ganz plötzlich auf, unsere Natriumkanäle, und dadurch kann ganz viel Natrium in die Zelle hineinströmen. Das heißt, wir haben jetzt hier also quasi eine langsame Depolarisierung, dann öffnen wir unsere Natriumkanäle und dadurch haben wir ganz, ganz plötzlich eine sehr starke Depolarisierung, den sogenannten Aufschritt, also eine ganz starke plötzliche Veränderung des Membranpotenzials. Ja. Die Frage ist die zeitliche Summierung begrenzt? Ja, die ist begrenzt. Die zeitliche Summierung ist begrenzt durch die Dauer des EPSP, durch des erregenden oder inhibitorischen postsynaptischen Potenzials. Wie lange dieses erregende oder hemmende postsynaptische Potenzial andauert, hängt davon ab, welche Ionenkanäle bzw. welche Rezeptoren hier aktiv sind. Ich hatte es vorhin gesagt, wir haben zum Beispiel Calciumkanäle, die zugehen, nachdem Calcium eingeströmt ist. Das heißt, das sind Ionenkanäle, die sind ganz, die gehen auf und gehen dann gleich wieder zu. Das heißt, da haben wir eine sehr, sehr kurze EPSP oder kurze, also ein ganz, ganz kurzes erregendes postsynaptisches Potenzial. Das heißt, die Dauer hängt davon ab, welche Ionenkanäle hier aktiv sind. So, jetzt haben wir also unsere Natriumkanäle aufgemacht, unsere Zellmembran, unsere Zelle depolarisiert, also ganz stark, und dann haben wir unsere spannungsabhängigen Natriumkanäle, die irgendwann ermüden und damit gehen die wieder zu. Jetzt haben wir aber im Inneren der Zelle zu viel positiv geladene Ionen. Und jetzt kommen wir wieder an den Anfang der heutigen Sitzung. Jetzt haben wir zu viel positiv geladene Ionen im Inneren der Zelle. Natriumkanäle sind zu. Was machen wir? Wir nehmen einfach stattdessen das Kalium. Weil die Kaliumkanäle sind ja immer offen, haben wir vorhin kennengelernt, einen offenen Kaliumkanal.
Wir können also jetzt zum Ausgleich das Kalium aus der Zelle hinausschaufeln, um wieder in unseren polarisierten Zustand hineinzukommen. Wir haben also zu viel Kalium im Inneren der Zelle und durch den Konzentrationsgradienten oder elektrostatischen Kräfte wird dieses Kalium jetzt aus der Zelle hinausgegeben. Das heißt, wir kommen dann in den Repolarisierungs- bzw. Hyperpolarisierungsbereich hinein und dann springt unsere, oder dann kommt unsere Natrium-Kaliumpumpe ins Spiel, weil jetzt haben wir ja ganz viel Natrium im Inneren der Zelle und ganz viel Kalium im Äußeren der Zelle und das wollen wir ja nicht, wir wollen es ja genau andersrum haben. Deswegen müssen wir jetzt eben unser Natrium vom Inneren der Zelle nach draußen transportieren und das Kalium vom Äußeren ins Innere der Zelle. Und damit sind wir mit unserem Aktionspotenzial durch. Und jetzt kam vorhin die Frage, okay, liegt diese rhythmische Aktivität dieses Aktionspotenzials, woran liegt das? Diese rhythmische Aktivität des Aktionspotenzials, die liegt eben genau daran, dass wir durch diese Natriumkanäle, die eine ganz bestimmte Zeit offen sein können, diese Hyperpolarisierungsphase haben, die ich dann erstmal durch die Natrium-Kalium-Pumpe ausgleiche. Jetzt haben wir also gelernt, in unserem Aktionspotenzial können wir Informationen kodieren. Aber jetzt haben wir natürlich ein Problem, dass wir überlegen müssen, wie kodieren wir denn eigentlich Informationen in diesem Aktionspotenzial. Denn dieses Aktionspotenzial ist von der Amplitude, also von der Stärke, immer gleich. Wir können also nicht in der Stärke der Aktionspotenzial Informationen kodieren, sondern wir müssen über die Anzahl der Aktionspotenziale Informationen kodieren. Das heißt, die Stärke der Depolarisierung wird in die Anzahl von Aktionspotenzialen umgesetzt. Also je nachdem, wie stark die Depolarisierung durch ein erregendes Postsynapsispotenzial ist, desto mehr Aktionspotenziale werden ausgelöst. Wir sehen das hier an der Abbildung im Schaubild. Das heißt, wenn ich einen schwachen Reiz habe, also eine schwache Depolarisierung, dann passiert erstmal nichts. Ein bisschen stärker, dann werden so ein paar Aktionspotenziale ausgelöst. Wenn ich einen sehr starken Reiz habe, dann werden eben sehr, sehr viele Aktionspotenziale ausgelöst. Das ist das sogenannte Rate Coding. Also die Kodierung von Informationen in der Anzahl von Aktionspotenzialen. Das ist eine ganz häufige und ganz gern genommene Klausurfrage. Was ist das Rate Coding? Kodierung von Informationen in der Anzahl von Aktionspotenzialen. Auch da haben wir ein kleines Problem. Denn wir können nicht unendlich viele Aktionspotenziale und nicht unendlich schnell Aktionspotenziale auslösen, da eben unser Aktionspotenzial begrenzt ist durch die Eigenschaften der Ionenkanäle. Da werden wir dann vor allem im autorischen System dazukommen und uns anschauen, wie wir durch das Zusammenspiel von mehreren Nervenzellen Informationen kodieren können, die für eine Nervenzelle zu viel sind. Schauen wir uns das also nochmal ganz kurz an. Wie wir eigentlich Informationen kodieren. Wir haben hier quasi den Weg jetzt von unseren Rezeptoren hin zu unserem Aktionspotenzial. Ich hatte es am Anfang gesagt, wir haben zum Beispiel Ionenkanäle, die sind mechanosensibel. Das heißt, die gehen auf, wenn ich auf den Ionenkanal, wenn ich auf die Zelle drauf drücke. Ich drücke auf meine Zelle drauf, dadurch bewegt sich die Zellmembran und mein Ionenkanal geht auf. Also ich habe beispielsweise hier, wie man sieht es hier an dem Generator-Rezeptor, also unsere Pacini-Körperchen zum Beispiel, die haben wir dann im somatosensorischen System kennengelernt. Also Zellen, da drücke ich auf die drauf, dann gehen die auf, dann gehen die Ionenkanäle auf und dadurch kommt es zu einer Veränderung des Membranpotenzials. Und diese Veränderung des Membranpotenzials, die wandert dann hin über unsere Dendriten hin zum Zellkörper, zum Axonhügel und wird da aufsummiert und führt dann da eben nachdem eine ganz bestimmte Schwelle erreicht wurde, zum Auslösen eines Aktionspotenzials. Und durch die Anzahl der Aktionspotenziale kann ich eben kodieren, wie stark ich gerade auf meine Haut draufdrücke. Gibt es dazu erstmal so zum Konzept der Aktionspotenziale irgendwelche Fragen? Alright, dann schauen wir uns mal ganz am Ende noch mal ganz kurz an, so ein paar Möglichkeiten, wie man jetzt unsere Nervenfasern klassifizieren kann, denn ich kann mir jetzt anschauen, wie schnell wird denn jetzt eigentlich dieses Aktionspotenzial durch die Nervenfaser, also nicht, ich muss das ja an dem Axonhügel auslösen, dann muss das ja unser Axon dann entlang wandern. Und jetzt kann ich mir eben anschauen, wie schnell wandert denn mein Aktionspotenzial unsere Nervenfaser entlang.
Und je nachdem, wie schnell dieses Aktionspotenzial läuft, kann ich hier meine Nervenfasern klassifizieren. Ich hatte das letzte Woche schon gesagt, Nervenfasern, je dicker, desto schneller, also je dicker das Axon ist, desto schneller werden hier Informationen geleitet. Das heißt, wir sehen es hier bei den A-Alpha-Fasern zum Beispiel, das sind Fasern, die sind vor allem relevant für unsere somatosensorische Wahrnehmung, die sind relativ dick, 10 bis 20 Mikrometer, und die leiten eben dieses Aktionspotenzial sehr, sehr schnell, also 60 bis 120 Meter pro Sekunde. Das heißt, wir können sich vorstellen, wie lange dieses Aktionspotenzial etwa braucht von ihrer Haut bis zu ihrem zentralen Nervensystem. Auf der anderen Seite haben wir dann eben auch solche dünneren Fasern, wie die A-Delta oder C-Fasern. Die C-Fasern, die sind marklos. Marklos bedeutet, die sind nicht myelinisiert. Die haben also dünnere Fasern, und je dünner die sind, desto langsamer leiten die. Und wenn die auch nicht myelinisiert sind, dann leiten sie ganz langsam. A-Delta und C sind vor allem relevant für Schmerzwahrnehmung. Also ich habe gerade sehr große Schmerzen in meinem Mund, weil ich mir gerade den Mund verbrannt habe und mein Tee. Das heißt, dieser Schmerz, der wird so relativ langsam transportiert, ebenso mit einer Geschwindigkeit von 1,5 bis 2 Meter pro Sekunde. Das heißt, wenn ich mir meinen Mund verbrenne an meinem Tee, dauert das etwa so eine halbe Sekunde, bis der Schmerz überhaupt in meinem Gehirn ankommt. Ja. Also marklos bedeutet nicht myelinisiert, genau. Genau, nicht nur Erlanger und Gasser haben Axone kodiert, sondern auch Lloyd und Hunt. Mehr oder weniger das gleiche, die gleiche Idee, haben mehr oder weniger gleichzeitig die gleiche Idee gehabt, haben eine bisschen andere Klassifikation gehabt. Das macht es so ein bisschen verwirrend, weil wir zwei Benennungssysteme von Nervenfasern in unserem Körper haben. Die Erlanger und Gasser-Geschichte, die ist vor allem relevant für unser somatosensorisches System. Die Lloyd und Hunt-Geschichte, die ist vor allem relevant für unser motorisches System. Also diese Namen, die müssen Sie sich ein bisschen merken, wenn wir uns eben die einzelnen sensorischen und motorischen Systeme anschauen, weil da werden wir eben ganz viel über beispielsweise 1a, 1b-Fasern oder A-Alpha und A-Beta-Fasern reden, dass Sie einfach daran denken, sich mal überlegen, okay, was sind denn eigentlich, was heißen denn diese ganzen Namen, was sind denn die schnellen, was sind die langsamen? Letzte Woche hatten wir schon kennengelernt unsere Freunde, die Gliazellen. Da hatten wir auch schon eine Funktion der Gliazellen kennengelernt, die Myelinisierung unserer Axone, also die Umwicklung, die Isolation der Nervenfasern, die Umwicklung der Axone. Das heißt, wenn wir uns die Struktur unserer Axone anschauen, dann haben wir bei einer markhaltigen Nervenfaser, also einem myelinisierten Axon, haben wir um das Axon drumherum diese Fettummantelung, und wir haben an dieser Fettummantelung Einschnürung, die Ranvierschen Schnürringe. Und normalerweise findet man entlang des Axons ganz viele spannungsabhängige Natriumkanäle. Und das Spannende oder das Interessante an diesen markhaltigen, also myelinisierten Nervenfasern ist, dass wir hier nur an den Ranvierschen Schnürringen diese spannungsabhängigen Natriumkanäle. Das heißt, nur am Ranvierschen Schnürring kann es zu einem Ionenaustausch kommen, und nur da kann das Aktionspotenzial tatsächlich weitergegeben werden. Das heißt, wir haben hier eine aktive Weiterleitung des Aktionspotenzials entlang unseres Axons mit Unterstützung der Gliazellen. Das heißt, unsere Gliazellen, das hatten wir letzte Woche kennengelernt, die schützen erstmal unser Axon vor äußeren Einflüssen, also vor Verletzungen, und die isolieren die Axone auch gegen beieinanderliegende Axone. Normalerweise im nicht myelinisierten Axon ist es eben so, dass dieses Aktionspotenzial quasi entlang jedes spannungsabhängigen Natriumkanals ganz langsam unser Axon entlangläuft. Also sprich, wir lösen dieses Aktionspotenzial am Axonhügel aus. Da haben wir uns zum ersten Mal unsere spannungsabhängigen Natriumkanäle. Das heißt, wenn wir am Axonhügel das Aktionspotenzial ausgelöst haben, wandern wir einen Natriumkanal weiter und lösen auch da unser Aktionspotenzial aus, wandern dann nochmal einen Natriumkanal weiter und lösen auch da, weil immer diese Veränderung, diese Wanderung von Ionen aus. Wir haben also einen sehr, sehr langsamen, fortschreitenden Prozess entlang unseres Axons. Um das Ganze etwas schneller zu machen,
haben wir die Myelinisierung um unsere Axone. Da springt dieses Aktionspotenzial von Schnürring zu Schnürring und zwischen diesen Schnürringen breitet sich dieses Aktionspotenzial rein durch die Ionen im Inneren des Axons aus. Wir haben quasi eine Kombination aus Aktionspotenzial und elektrotonischer Leitung. Das heißt, an den Rorbierschen Schnürring kommt es zu diesem Ionenaustausch zwischen Natrium- und Kaliumkanälen. Hier wird das Aktionspotenzial also verstärkt. Und dann breitet sich diese Potenzialveränderung unterhalb dieser Isolierungsschicht entlang des Axons aus, um dann am nächsten Schnürring das nächste Aktionspotenzial auszulösen. Das heißt, ich muss hier nicht quasi Natriumkanal für Natriumkanal Schritt für Schritt langsam mein Axon langlaufen, sondern ich kann hier von Schnürring zu Schnürring springen und damit die Leitungsgeschwindigkeit ganz stark erhöhen. Damit sind wir bei der sogenannten saltatorischen Leitung. Das heißt, unser Aktionspotenzial springt von Schnürring zu Schnürring. Und dieses Myelin führt also dazu, dass der Ionenaustausch reduziert wird auf die Bereiche der Rorbierschen Schnürringe, an denen dann jeweils das Aktionspotenzial wieder verstärkt wird, um es dann weiterleiten zu können. Sollte durch ganz bestimmte Krankheiten, also ich hatte es schon, glaube ich, erwähnt in der ersten Sitzung, Multiple Sklerose zum Beispiel, die Myelinisierung angegriffen werden in einem Axon, dann verlangsamt sich die Übertragungsgeschwindigkeit, also verlangsamt sich die Leitungsgeschwindigkeit an diesem Axon, dann kann ich eben nicht mehr von Schnürring zu Schnürring springen, sondern da müssen wir da Schritt für Schritt jeden Natriumkanal nacheinander ableiten. Damit verlangsamt sich also unsere Informationsübertragung und damit lassen sich die charakteristischen sensorischen Einschränkungen bei der Multiple Sklerose erkennen. So, damit sollten Sie heute mitgenommen haben, was denn so ein Ion ist und was denn ein Membranpotenzial ist und wo sich grob welche Ionen in unserem Körper befinden und wie wir die durch die Gegend bekommen. Also Ionenkanal, Pumpen sollten Sie kennengelernt haben und Sie sollten ganz grob das Konzept des Aktionspotenzials verstanden haben und wie wir anhand des Aktionspotenzials Informationen in unserem Nervensystem kodieren. Gibt es dazu von Ihnen noch irgendwelche Fragen? Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder und da schauen wir uns die Nachrichten nach Neurotransmitter genauer an.